Charlie Pratt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Aha. Ich weiß gerade gar nicht, was wir beim letzten Mal alles gemacht haben oder was wir auch nicht gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, ja, ich weiß nur, dass die Ella jetzt gerade noch in der Schule ist, genau. Max gleich zur Arbeit muss, genau. Und die Michelle, die hat frei. Ja. 3 Tage bis zur Arbeit, aber die hat ganz normal frei. Genau, so. Wenn der Max jetzt gleich nämlich schon los muss, dann... der sollte sich vielleicht... Sollte der sich vorher noch mal schnell duschen? Ich weiß nicht, schafft er das denn in der Zeit? Oh, nee, falsch. Der muss nämlich jetzt gleich los. Er ist energiegeladen. Ja, am besten wäre es halt, wenn er konzentriert wäre. Aber das ist er halt gerade nicht. Ja, ich würde sagen, das ist fürs erste Mal egal. Du kannst dich ja schon mal hier hinstellen. Und wenn es geht, bitte nicht halbnackt. Dankeschön. So, du hast deinen Spaß. Nur dann, du kannst dann gleich mal... Inspiration ist das hier. Nachdenkliche Dusche. Du bist noch da? Ja, du gehst gleich, das ist gut. So, und wenn Alex dann jetzt gleich nach Hause kommt, wann kommt denn die? Die kommt erst um 3. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber andererseits, das war schon immer so, ne? So, Max ist bei der Arbeit. Ja, dann kümmern wir uns mal ein bisschen um die Michelle. Die hat gerade echt keine Sorgen. Oh, sie macht sich gerade den Fernsehen aus. Ja. Also der Haushalt hier, der ist ja gerade... Ich finde, das ist schon gar kein Zustand mehr. Das ist schon... Das ist eher Blamage. Das war halt damals mit der Küche halt wirklich unangenehm, meiner Meinung nach. Es war mir sehr peinlich, das hat überhaupt nicht gepasst. Ich meine, so wie es geschehen ist, hat es halt einfach nicht gepasst. Weil, ich meine, gut, was passiert ist, ist passiert. Und das ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber... Nee, ich hätte es... Nee, also, ich glaube... Das hätte man lieber gelassen. Ich meine, gut, ich konnte ja dafür auch nichts. Ich konnte da ja letztendlich auch nichts für. Mehr oder weniger. So. Was kann sie denn dann mal machen? Soll sie noch ein bisschen malen? Soll sie? Soll sie? Ich lasse sie mal was malen. Komm mal was Mittelgroßes. Habe ich sie jetzt unterbrochen? Wollte ich nämlich nicht. Wenn ja, tut's mir leid. Oh, guck mal, es war sogar ein Wunsch von ihr. Das ist doch gut. Ah, stimmt. Und da sie ja jetzt auch inspiriert ist, passt das ja ganz gut. So, was soll das denn werden? Nabe. Also ich kann es nicht entziffern. Oder identifizieren. Wie der Fachmann jetzt sagen würde. Kundenzufriedenheit. Ach, das ist das für Max. Eine wütende Kundin ruft Max an und verlangt die Rückerstattung des Kaufpreises für ihr neues Smartphone. Er kann die Kundin auszahlen und sein Spiel weiterzocken. Oder sie beruhigen und das Problem mit ihr erörtern. Wenn ich das gerade falsch ausgesprochen habe, tut mir leid. Mir ist dieses Wort nicht bekannt. Ja, natürlich
Ja, zurückerstatten, oder nicht? Ja, oder? Warte, die Sekundin, ruft Max und verlangt die Rückerstattung. Ja. Ja, rückerstatten. Was für ein toller Service. Die Kundin ist erfreut, dass die Firma von Max so zuvorkommend ist und verspricht, glücklich überall Werbung zu machen. Gut, das war richtig, was ich jetzt gerade gedrückt habe. Ich meine, ich hätte jetzt keinen Nachteil darin gesehen, wenn er sie jetzt einfach nur beruhigt hätte. Ich meine, gut, das Handy ist kaputt, also von daher. Wenn es kaputt ist, dann kann sie auch nicht wieder damit anfangen. So, oh, wie nennen wir das Bild denn mal? Was ist das denn überhaupt? Was ist das? Ein laufendes Etwas. Ich würde es ja gern nennen, so. Ja, als hätte sie gerade ihr Lieblingskuscheltier aus ihrer Kindheit nachgezeichnet und nachgemalt, aber kann ich halt nicht wissen. Wie wär's denn mit? Mein Freund Marvin. Das gefällt mir ganz gut. So, ansehen. Ja, siehst du doch mal genau an, was du da vollbracht hast. Und danach kannst du es ja verkaufen. So, kriegst du jetzt mehr als 75 Simoleons dafür? Ich glaube nicht, ne? Aber andererseits, so gut zeichnen. Ja, gut, wir sind hier im Sims-Universum. Das ist dann nochmal was anderes. So, jetzt hast du es dir aber genug angesehen. Sie hat tatsächlich mehr dafür bekommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ist denn noch genug Essen da? Oh ja. Fünf da, hier, ne? Fünf übrig. Das ist jetzt eine Portion da. Okay, gut, dann ist noch genug da. Ja, was könntest du denn dann nochmal machen? Haushalt gibt's ja hier nicht. Warum auch immer. Nickerchen machen. Puh, ja, wir konnten uns ja jetzt noch keine Bücher leisten. Oh Gott, das hört sich auch so arm an. So richtig arm dran. Ja, dann lass es dir gut gehen. Schau ein bisschen Fernsehen. Oh, zu Anfang ist das immer noch so ein bisschen langweilig. Tut mir auch leid für euch, aber es geht halt nicht anders. Ich meine, dieser Teil des Hauses hier ist sowieso die reinste Katastrophe. So, Alex, wann kommst du nochmal nach Hause? Um drei, ne? Ja, um drei. So, dann will ich, dass du als allererstes. Ja, du bräuchtest eigentlich Spaß. Hast du Spaß, wenn du daran übst? Ja, ne? Doch, das würde ich schon sagen. Ich meine, du bist auf einem relativ hohen Level. Doch, doch, doch. 5,5, das. Da geht das. Da, also wenn du dann keinen Spaß dabei hast, dann weiß ich auch nicht. So, danach, wenn du dann ein bisschen Spaß gehabt hast, kannst du dir was essen. Ach so, das geht ja nicht. Ja, dann gehst du halt danach eben kurz auf die Toilette. Ja, danke schön. Und ja, dann stellst du dich da hin und dann kannst du dir was essen. So, wann kommt Max dann von der Arbeit? Ich würde halt gerne mal Pokémon. hier fleißig arbeiten. Wir brauchen Geld. So, du kommst um 18 Uhr von der Arbeit.
So, dann kannst du ja. Geh auf jeden Fall rein, damit ich sehe, dass du dann überhaupt wieder zu Hause bist. Das ist gerade wirklich ein bisschen langweilig, ne? Aber mit den 600 Simoleons kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht viel anstellen, ne? Vielen Dank. Tut mir leid. Das passiert mir ungern. Aber naja, was willst du machen? Oh, ich habe Wurm. So. Saschel. Ja, ich weiß, ich bin etwas stumm. Es tut mir auch leid, aber ich habe jetzt seit ein paar Tagen gar keinen Sims-Part mehr hochgeladen, weil ich auch einfach keinen aufgenommen habe. Ich hatte sowohl keine Zeit als auch keine Lust, weil nicht, dass mir das hier keinen Spaß macht. Ich mag das Spiel. Aber es ist halt einfach, weiß ich nicht, ich hatte einfach keine Lust dazu. Es ist nicht so, dass ich es wirklich gerade in dem Moment verabscheuert habe, aber es war halt einfach, nee, ich wollte einfach nicht. So, Alex kommt jetzt gleich von der Schule. Oh, ich mag das nicht, wenn die Kamera sich so weit dreht. So, was kann man denn jetzt denn noch... was kann man denn jetzt noch machen? Oh, sie erreicht jetzt gleich ein neues Kochlevel. Und zwar das... Oh, danke, vierte. Soll Alex den Klassenkameraden... Nein. Können wir jetzt nicht gebrauchen, tut mir leid. Angespannt. Von Schule gestresst. Zu viel lernen für die Schule kann jedes Kind etwas angespannt werden lassen. Ja. Ah, dann ist das doch gut, dass du jetzt mal ein bisschen die Gitarre zupfen lässt, oder? Ja, das macht sie doch glücklich. Ja, dabei hat sie auch Spaß. Das ist doch genau dein Ding, Mädchen. Oder meinst du nicht? Hört sich so ein bisschen nach Western an, oder nicht? Ja, doch, so ein bisschen, ne? Ja, ich meine, gut, sie übt ja gerade nur. Ich habe ja jetzt... Oder kann sie denn? Was kann sie denn hier? Lied spielen? Hm? Blues. Gib mir den Blues. Hamburger, wo bist du? Für einen Tag. Was für einen Tag? Oh, ich kann schon gar nicht mehr lesen. Johnny's Dinner Blues. Ich will dich wiedersehen. Ich will dich wiedersehen. Ich will dich wiedersehen. Goodbye, Farmer. Fest im Sattel. Ich will mich jetzt hier nicht blamieren. Ich. So, die Aufnahme ist dann jetzt auch gleich in 6 Minuten schon vorbei. Wir warten dann eben, bis Alex fertig gespielt hat. Oh.
Ah. So, ich war eben ganz kurz weg. Paulina. Also weg ist relativ. Ich habe eben kurz mein Mikro ausgeschaltet, denn ich wollte jetzt nicht, dass man das jetzt in der Aufnahme mitkriegt. So, Alex, du kannst dann jetzt auch mal eben auf die Toilette gehen und dir dann auch was essen. Weil ich glaube, sonst verhungerst du uns hier. Aha. Was, ja. So, und danach will ich, dass du deine Hausaufgaben machst. So, Michelle, was ist mit dir? Du kannst dann auch mal eben kurz auf die Toilette gehen. Alex, könntest du bitte... Dankeschön. Usch, usch! Ja, geh doch. Mein Gott, das ist nur deine Tochter. Ah, das verstehe ich noch nicht so ganz in dem Spiel. Was? Mädchen, du solltest dir was essen. Hat die jetzt das Klo zugeschissen? Aha. Hat die jetzt... Mädchen? Verwenden. Was war das denn dann gerade für ein Geräusch? Stell dich mal dahin. Ja, ich muss das leider so machen, weil sonst kommen die sich hier gegenseitig in die Quere. Ich finde es vom Spielen nicht so sinnvoll. Man geht an den Kühlschrank, holt sich was zu essen und bleibt dann einfach davor stehen. Ich meine, das tun keine normalen Menschen. Ich meine, gut, wir reden hier von Sims, aber das ist ein bisschen übertrieben. Das allerdings nicht. Beförderung. Zur Qualitätssicherung. Ja, das ist doch auch mal was. Ja. 1200 Simoleons. Oh. So. Was will die jetzt? Ach ja, weil wir noch keine Spüle haben. Ja, dann esst du dir mal eben schnell was. So, ja, genau. Setzt du dich dann dahin. Setzt du dich meinetwegen auf dein Bett. Und machst deine Hausaufgaben. So. Pokémon. Und dann kannst du auch schon, das heißt schon, mal endlich auf die Toilette gehen. Was? Eine lange Dusche? Energie verleihen. Ja, warum eigentlich nicht? Watanabe. So. Und mit diesen 1200 Simoleons würde ich gerne... Gerne... Ach, die kniet. Ich dachte, das wäre gerade ein Bug. Aber wie sitzen? Wie kann man denn jemandem sagen, dass er sich auf den Boden hinknien soll? Ja. Tu, was du nicht lassen kannst. Naja. Es sieht halt wirklich so aus, als könnten wir uns keine Stühle leisten. Das sieht halt wirklich so aus, ne? Ich finde es ein bisschen übertrieben. Aber auch nur ein bisschen. Wer hat denn jetzt das Klo in die Luft geschossen? Und die darf drin stehen bleiben, aber nicht deine eigene Tochter? Gut, das ist er jetzt hier, der duscht, aber...
Ach, Hilfe. Ja, dann probier du mal bitte, es zu reparieren. Einen Stromschlag wirst du wohl kaum bekommen. So, du hör auf, Selfies zu schießen und mach mal bitte deine Hausaufgaben. So, damit ist die Folge auch schon wieder rum. Ich fand sie jetzt ein bisschen crazy. Aber wir sind weitergekommen. In der nächsten Folge werde ich dann hier ein bisschen umgestalten und umrenovieren. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.